damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder Weg, das Tisch. Mit Tisch. Heute wieder mit zwei unglaublich tollen Gästen. Zu meiner Linken, Wiegand Boning. Ja. Hallo. Und zu meiner Rechten, Wildcarder Malte. Ja. Yeah. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr möchtet auch mal hier mitspielen als Wildcarder oder Wildcarderin, dann schreibt doch jetzt mal eine tolle Begründung in die Kommentare, warum seid ihr die Auserwählten, und gebt natürlich einen Daumen nach oben und abonniert den Channel. Heute geht's auch wieder um Goldene Wiegand, hast du schon viele Preise bei dir zu Hause stehen? Den einen oder anderen. Den einen, aber der ist wahrscheinlich der schönste. Ja, das ist natürlich auch das Flachste. Natürlich, das ist, ich glaube, die flache Erde, ist, glaube ich, auch die goldene Tischplatte. Und Malte, hast du schon Preise gewonnen? Natürlich. Los geht's. Wie heißt der Stern unseres Sonnensystems? Sonne. Ah, stark, hätte ich nicht gewusst. Wie viele Beine haben Insekten? Sechs. In welcher Stadt steht der Mailänder Dom? Mailand? Trickfrage. Welche allgemeine Höchstgeschwindigkeit gilt in Deutschland innerhalb geschlossener Ortschaften? 50. Welcher deutsche Modedesigner trug eine extravagante Perücke und hatte einen Yorkshire Terrier namens Daisy? Rudolf Mooshammer. Sekunde! Ich hab was. Das ist hier ein. Was ist denn los? Das ist wahrscheinlich ein Ablenkungsmanöver, damit ich hier die Fragen falsch beantworte. Einmal Licht an, dann wird hier korrigiert natürlich. Boah, ist das spannend bei euch. Wer bildete neben Thomas Gottschalk das Filmduo Die Supernasen? Mike Krüger. Wie heißt die Ehefrau von Carsten Maschmeyer? Veronika Ferres. Veronika? Ja. Wer moderiert das Boulevardmagazin TAF und hat ein eigenes Fitnessprogramm namens Mach dich krass? Dann der Animinati. Saugewurst, wie gar nicht. Wäre ich gescheitert. Aus welchem Film kennt man diesen Soundtrack? Der weiße Hai. Aus welcher Filmreihe kennt man dieses Geräusch? Star Wars. Faultausch. Aus welcher Filmreihe kennt man dieses Gebrüll? Jurassic Park. Das bin ich morgens früh, wenn ich Und aus welcher Filmreihe kennt man diesen Soundtrack? Ist das James Bond? Nee, das kenne ich immer nur, wenn mein Frauentausch rangezoomt wird. Bei dir kann man nicht vom Boden essen. Digga, das ist auch. Du weißt, nein. Was ist ich das bin denn? Überhaupt nicht dran. Was soll ich nee, es ist vorbei. Es ist ohne vorbei. Bei mir. Was ist das denn? Was ist denn die Antwort? Kill Bill. Kill Bill. Ah, okay, ich nie gewusst. Nee, nie im Leben. Ja, cheers, ne? Malte, du kommst gerade von einer Weltreise. Ja. Erzähl mal ganz kurz, wo warst du überall? Oh, ich hatte sehr große Pläne, war aber eigentlich nur in Mexiko, Costa Rica und in der Dominikanischen Republik. Dann bin ich ein bisschen in Mexiko versagt für 4 Monate. Ja, in Cancun? Ja, 2 Monate Cancun in die Region, ja. Und dann 2 Monate auf der anderen Seite in Mazatlan. Und was hast du da so gemacht, außer gechillt? Hast du einen Kaktus gegessen? Kann man essen, ja. Glaube ich, oder? Ja, echt jetzt? Mega lecker. Und? Ja, klar. Man kann Kaktus essen? Ich dachte, das ist doch Rauschdroge, oder? Nein, das kann man essen. Auch ganz lecker. Genau, die machen die Stacheln ab und dann kannst du das sogar roh essen oder einfach braten. Mega lecker. Bist du jemand, der gern Party macht, gern Shots trinkt? Ja, würde ich schon sagen. Da ist natürlich kein Alkohol drin, liebe Freunde. Wir müssen natürlich hier aufpassen. Öffentlich-rechtlich. Öffentlich-rechtlich. Ja, Verantwortung. Ja. Wie alle öffentlich-rechtlichen Nasen saufen nur hinter der Kamera. Ja. Oder wie gehalten? Bei welcher Fußballmannschaft spielt Max Kruse aktuell? VfL Wolfsburg. Aus welcher Animationsserie kennt man Charaktere wie Hungriger Hugo, Kenny McCormick und Eric Cartman? Bonanza? South Park. Ja. Prost, meine Damen und Herren. Prost. Und weg. Erzähl uns alles, wie schmeckt's? Gesund. Ja. Du magst sowas, hab ich schon gesagt. Gar nicht so schlecht. Ja. Du bist quasi zu diesem Dreh von deinem Hotel aus gelaufen. Ja. Und das sind wie viele Kilometer? Ach, das waren jetzt 6, glaube ich, oder so. Also ich habe auch schon mal deine Waden betrachten dürfen. Die sind wirklich extrem ausgeprägt. Ich habe lange Hose an. Und du liebst es zu laufen oder Marathon oder ja, so. Ja, oder irgendwie sich zu bewegen, so Ausdauer. Das muss auch gar nicht mit Sport zu tun haben. Also einfach rausgehen und
Hast du auch ein Laufband zu Hause, wo du drauf läufst? Ich habe mir mal ein Laufband gekauft, ein ganz billiges, und da bin ich einen Marathon draufgelaufen. Und das war einer der absolut emotionalen Tiefpunkte meines Lebens. Das war so entsetzlich. Man schwitzt so, kommt nicht von der Stelle. Aber ja, so habe ich runter in die Küche gegangen und habe so ein Stück Torte gegessen. Dann bin ich weitergelaufen. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Nee, und also, wer es haben möchte, ist weiterhin zum Verkauf. Mach eine Unterschrift drauf und dann kaufe ich es. Ah, wirklich? Ja. Gut. Preis, VB. Alles klar. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Marathon? Maratinis? Marathonne. Das bin ja ich. Ist auch gut. Wie heißt das sprechende Auto der 80er-Jahre-Serie Knight Rider, das von Michael Knight bzw. David Hasselhoff gefahren wird? Kit. Wie heißt die Mystery-Serie um die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully, die vor allem in den 90er-Jahren äußerst populär war? Boah, keine Ahnung. Akte X! Akte X! X-Files. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst. Nee. Ging's doch Film um und Fernsehen bin ich 100% raus. Keine Ahnung. Also, du weißt schon, wer Wigert Boning ist, oder? Ja, meine Mutter ist ein Riesenfan. Ah! Viele Grüße an Maltes Mutter. Danke, Wigald. Danke, danke, danke. Ja. Sie hat dir ein, ja, genau, ein richtiges Mutterkompliment gemacht. Mhm. Der Wigald, der ist stark. Wow. Ja. Stark, Wigald. Das freut mich sehr. Ja. Prost. Gib's dir mal. Du erinnerst mich ein bisschen an Kai Pflaume, so von der Seite. Nee, an, wie heißt das, der Wolverine, Wigald. Du hast ein Buch geschrieben. Ja, genau. Erstmal dafür Applaus natürlich. Hallo. Boah, erzähl mal ganz kurz. Du bist jeden Tag oder einen Tag in der Woche ein ganzes Jahr lang Marathon gelaufen. Letztes Jahr 52 Mal Marathon gelaufen. Oh, Gott. Also einen Tag, den Freitag meistens, manchmal auch Samstag, dann bin ich Marathon gelaufen. Ja, ich hatte ja live nicht so viel zu tun jetzt in Corona-Zeiten, da hatte ich mehr Zeit. Und dann dachte ich mir, mach was Schönes draus. Also alle anderen Leute werden sich im Altersheim an Corona erinnern. Bei mir werden es die Marathons sein. Ja, Maratinis. Ja, die Maratinis. Und wie, was ist denn ein Marathon? Wie viele Kilometer sind ein Marathon? 42,2. Oh. Mein Ziel war immer, zu Hause loszulaufen und möglichst genau nach 42,2 wieder zu Hause anzukommen. Das ist voll geil. Das heißt, du wirst auch nie dick, weil du läufst ja eh einmal in der Woche mindestens 40 Kilometer. Habe ich gedacht. Ich habe gedacht, ich kann so viel essen, wie ich will. Ja. Und ich nehme sowieso ab im Laufe des Jahres. War aber ein Problem. Macht Laufen dick. Also Marathonmasse. Aber Muskelmasse ist ja schwerer als Fettmasse. Nein, das ist, also bei mir war das, was man kriegt, wenn man sehr, sehr viel Speiseeis isst. Ich weiß nicht, ob das Muskelmasse ist. Aber wirst du nicht auf diesem Weg immer total oft angesprochen und deine Reise wird quasi in die Länge gestreckt, weil du von Menschen angesprochen wirst, die dich kennen? Nein, also erstens bin ich ganz früh morgens unterwegs, normalerweise 4 Uhr aufstehen, 5 Uhr los und dann sind da nicht so viele Leute auf dem Bürgersteig. Oder nur gruselige wahrscheinlich. Ab und an auch von deiner Mutter zum Beispiel. Aber das wird weniger, je schneller man läuft. Weißt du, also wenn man langsam schlendert, wird man häufiger angesprochen, als wenn man an dem vorbeiläuft. Und wenn meine Mutter da ist, läuft sie ja sowieso schneller. Das weiß ich. Alimente ist hier das Thema. Wie lautet der erste Buchstabe des englischen Wortes für Stunde? H. Wie lautet der mittlere Buchstabe der Partei unseres aktuellen Finanzministers? D. Wie lautet der letzte Buchstabe des Wortes Fauxpas? X. S. Faux. V. Oh, Mann! Oh. Mann! Scheiße! Zum Wohl! Malte, was für Fauxpas hast du schon begangen? Was war dein schlimmster Fauxpas in deinem Leben bisher? Außer Ehen zu kommen. Das ist schwierig. Ja? Und bei dir, Wigald, hast du schon mal so eine... Also bei Reisen, ich habe mal mit 20 so eine Pauschalreise nach Ibiza gemacht. Und die ging 2 Wochen. Und das war schon bezahlt natürlich, alles wie das so ist. Und nach einer Woche war immer dieser Bettenwechseltag und der Bus fuhr weg. Und ich stand weinend da. Ich will auch mitfahren! Ich musste aber noch eine Woche da bleiben. Also das war zum Beispiel eine Reisefehlentscheidung. Ich bin seitdem, glaube ich, nie wieder in Ibiza gewesen. Viel Glück! In welcher Stadt gibt es die Viertel Eimsbüttel, Blankenese und Hafen City? Hamburg. Wie heißt das Musikprojekt eines bekannten deutschen Produzenten, das zwischen 1987 und 1998 Hits wie Love Me on the Rocks, It's All Over und Under My Skin hatte? Jawohl. Das Projekt nicht. Blue System. Ich dachte, das war ja allein so als Produzent. Ja, das war ja eigentlich auch allein, aber so hieß das Ding. Ja. Komm, hau rein in Driss, da rein, da. Ja, lecker!
Wiegald, ich habe gehört, dass du nicht gut schlafen kannst, dass du ganz wenig schläfst. Richtig, ja. Ich habe auch bei Twitter gesehen, wir folgen dir da auch fleißig, dass du heute um 4.33 Uhr was getweetet hattest. Ja. Da habe ich schon gedacht, hat er unseren Dreh vergessen und der macht durch? Oder? Nein. Aber ich wache immer mal nachts auf und dann gehe ich ein bisschen durch die Gegend. Du warst ja auch schon mal in so einem Schlaflabor und hast dich durchchecken lassen, genau. Aber richtig geheilt werden konntest du nicht. Ne? Nein, also das war eigentlich auch wieder für eine Fernsehshow Dreharbeiten, aber in der Nachbesprechung sagte der, sie haben übrigens das Restless Leg Syndrom. Also eigentlich gar keine schöne Sache, aber ich bin da so dran gewöhnt, also ich leide nicht unter mangelndem Schlaf. Ich werde dann sogar ganz angenehm albern. Also wenn man jetzt den Lagen hört, döse ich ein, aber in diesen Zwischenräumen, zwischen den Dösephasen, komme ich mir recht wach vor. Und aber wie viele Stunden Schlaf sammelst du denn insgesamt? 4 Stunden nur? Oder? Nein, mit den Tagzeiten zusammen addiert schon durchaus 8 Stunden. Ach, okay. Ja, okay. Ja, das heißt, okay. Kann sein, dass du gleich mit dem Dreh einfach wegnickst. Ja, genau. Von welchem Schlagersänger stammen schmissige Gassenhauer wie Wenn die Wunderkerzen brennen, Ich baue dir ein Schloss und Wieder alles im Griff? Wieder alles im Griff. Jürgen Dreh, sorry, Jürgen. Oh Mann, da hätte ich doch drauf kommen müssen. Aber ich kenne nur König von Mallorca ja. Und Ein Bett im Kopf. Ist auch sein, sind auch seine besten Werke. Zum Wohle, Jürgen, auf dich. Klang jetzt nicht mehr so begeistert. Ja, gut. Also jetzt fällt die Maske. Gesund, aber bist du auch mal ein Ballermann gewesen? Oder hast du schon mal einen Ballermann Urlaub gemacht? Ja. Oder warst du auch wieder für Drehs am Ballermann? Ja, ich hatte ja mal einen Hit. Das Mief, nimm ich jetzt auch, wenn ich sticke. Und im Jahr 1994, als das lange Nummer 1 war, bin ich auf Mallorca gewesen, der Dreharbeit. Ich habe aber einen Abstecher gemacht zum Ballermann und habe Leuten zugeschaut, wie sie gemeinsam, nämlich jetzt auch wenn ich stinke, Frauen an der Promenade hinterher sangen. Das warst nicht du? Ich habe den Sonnenhut sehr tief in mein Gesicht gezogen und bin errötet vor Scham weggeschlichen. Das heißt, du hast aber nicht selber Party gemacht, sondern hast es mal angeguckt? Nein, ich habe mir das nur angeguckt. Okay. Das heißt, Partyurlaub ist auch nichts für dich. Nein, dieses Getränk finde ich super, aber das gab es da gar nicht. Ja, vielleicht können wir das ja nach Mallorca bringen. In Türmen vielleicht, in 3 Liter Türmen. Wir machen das wie diese Säulen. Von welcher US-amerikanischen Rockband stammen Songs wie Bad Medicine, Wanted, Dead or Alive und Living on a Prayer? Bon Jovi. Wie wird die internationale Organisation North Atlantic Treaty Organization abgekürzt? NAT? Fast. Ah, NATO. NATO! Ja. Von NATO zur Nahtoderfahrung, also knallst du hinter die Binden. Den habe ich verdient. Könnte auch so Kaktussaft sein, ne? Von der Farbe, so spielt sich der Kreis. Exakt, gleiche Farbe, jo. Das ist deine Kamera und da kannst du dich verabschieden. Ja, danke für die Einladung. Gerne. Komplett anders, als ich es mir erwartet habe. Mhm. Aber viel Spaß. Das kann viel bedeuten. Ja. Okay. Rita Passimalte. Ja. Wie lautet der Name des aus der Schweiz stammenden Mentalisten, der von sich behauptet, tatsächlich übersinnliche Kräfte zu besitzen und der damals gerne mit Raben auftrat? Vincent Raven. Ich hätte Uri Geller gesagt. Ich auch. Wie gut. Mit Löffeln auf. Ja. In welchem Land liegen Städte wie Klosterneuburg, Bischofshofen und Hohenems? Bischofshofen? In welchem Land? Bundesland? Bayern? Achso. Nein! Zum Wohlen. Zum Wohlen. Prost. Wie geht's, haust dir rein? Oh. Man wird hier auch nicht besser, je mehr man davon trinkt. Also wenn man einmal auf der schiefen Bahn ist und man kriegt das Zeug eingeflößt, dann... Ja. Du bist schon seit x Jahren im Fernsehen unterwegs und hast schon jede Show gesehen. Würdest du sagen, wann lädt man dich ein, wenn man jemanden zum Quizzen haben will, zum Spaß haben? Was ist dein USP? Mein USP? Werbung. Ich habe mich keine Scheu zu blamieren, wie ich auch heute wieder gewesen habe. Ich komme da gerne und so. Ansonsten trage ich große Fliegen und bin Brillenträger. Trotzdem, Wiegald, musst du dich in deine Kamera natürlich verabschieden. Ja, es war schön. Es war wieder völlig anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich verbleibe mit besten Wünschen für die restlichen 2 Runden. Und damit stehen Dennis und ich im großen Finale und wir beide spielen entweder oder. Star Wars oder Star Trek Charakter? Boba Fett. Star Wars. Mr. Spock. Star Trek. Chewbacca. Star Wars. Luke Skywalker. Star Wars.
Jar Jar Binks. Star Wars. Captain Kirk. Star Trek. Guck mir in die Augen. Guck mir dabei in die Augen. Captain Phasma. Star Wars. Darth Maul. Star Wars. Data. Star Trek. Okay. Jabba the Hutt. Star Wars. Lieutenant Uhura. Star Trek. Din Djarin. Star Wars. Khan. Star Trek. Grogu. Star Wars. Ahsoka Tano. Star Trek! Nein, das war Star Wars. Bravo. Aber langes Finale. Wow. Sehr stark. Hohes Niveau. Aber wir haben hier... Ich kannte keinen einzigen Charakter. Grogu? Grogu. Han ist doch ein Welttorhüter. Okay, weg. Also ich habe ein Oli Kahn-Autogramm bekommen, bin da tierisch stolz drauf. Mhm. Wie geil, mit wem kannst du protzen in dem Star-Quartett hier? Ich war mal in einer Kneipe und von hinten... Ende. Von hinten tippte mir jemand auf die Schulter, ich drehe mich um und gucke direkt ins Dekolleté von Brigitte Nielsen. Aha! Vor 30 Jahren. Und das ja. War, ich bin fast umgekehrt. Ja, die sind, die war ja mit Sylvester Stallone zusammen. Ja. Zweimalige Dschungelkönigin, Frau ist Kult. Ja. Genau wie wir alle am Tisch, oder Malte? Auf jeden Fall. Ja. Musikinstrument oder kein Musikinstrument? Klavier. Musikinstrument. Blockflöte. Instrument. AK-47. Kein Instrument. Balalaika. Instrument. Hubble-Teleskop. Instrument. Teleskop! Ich dachte, das wäre so ein doppelseitiges. Da kann man vielleicht auch Musik mitmachen. Ja. Also es gibt bestimmt irgendwelche Teile, die knirschen oder. Genau. Skoll. Spielst du Instrumente, Malte? Spielst du ein Instrument? Oh, nicht mehr. Ich habe mal Gitarre gespielt und Klavier. Also ich kann Querflöte, Saxophon, Klavier. Aber ich kriege aus einer Tuba Töne raus. Also das reicht dann manchmal für Effekte. Ich würde gerne Saxophon spielen können. Ist mein Lieblingsinstrument im Songs, Saxophon. Ja, aber das lässt sich doch ändern. Also da kriegt man... Nimm noch ein paar Stunden mehr, Wiegald. Okay. Ja, müssen wir nochmal eine Sondersendung. Machen wir viel Format drauf. Ja, natürlich. So, ja, klar. Format. Ja, fliegen wir mit der Cessna und Roland Kaiser nach Ibiza. Ja, zum Recall bei DSDS. Ja, so ist das doch alles rund. Diesen Berg gibt es wirklich. Venushügel. Nicht korrekt. Habe ich letztens erklommen. Lampukistan. Gibt es, korrekt. Ich habe gesagt, ich bin schön, aber einfach. Das stehe ich zu. Na, dann trinke ich mal eben den Short, bevor ich Dennis zum Sieger küre. Gib mir das Gleiche, wenn andere Leute gewinnen. Gib mir den Gleichen. Und damit gewinnt Dennis. Korrekt oder weg das? Bravo! Bravo! Alle Achtung! Es war wirklich... Es war mir eine Riesenehre, dich gewinnen zu lassen. Wirklich toll von mir. Und du hast es verdient. Wann hast du das letzte Mal gewonnen? Schon Ewigkeiten her. Vor 3-4 Folgen, so lange ist es nicht her. Ja? Ja, Freunde, wenn ihr euch denkt, ihr möchtet auch mal hier mit am Tisch sitzen, dann schreibt doch eine tolle Begründung in die Kommentare und wir fischen euch raus. Mit einem kleinen Fingerchen werden wir in die Kommentare greifen und sie fischen. So. All deinen Fernsehfreunden sagen, dass es cool ist, dass sie hier vorbeikommen. Natürlich. Das ist eiskalt, aber lustig. Ja, das wissen die aber doch selber auch, oder? Ja. Gibt es sonst Fernsehleute? Fragt ihr denn Leute an? Ja, haben sie abgesagt? Nein. Doch, es gibt schon einige Absagen. Hugo Egon Balder, Arsch hoch, rankommen! Wieso, der hat abgesagt? Ja, da kann ich Ihnen aber gleich Bescheid sagen. Das sagen Sie Bescheid. Ich glaube, er hat einfach irgendwie keine Lust oder so. Er wird oder wir sind einfach keine Blondinen. Gut. Oben gibt es das neue Video von Valulis und unten gibt es die letzte Folge von Korrekt oder? Weg. Das mit Tisch. Habt noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Tschö.